Ja, und bei uns geht es tierisch weiter. Die Walfangsaison hat wieder begonnen, auch in europäischen Gewässern. Norwegen ist übrigens das Land mit der höchsten Abschussrate weltweit, noch vor Japan. Und was man dabei nicht bedenkt, viele Wale und Delfine sind vom Aussterben bedroht, obwohl sie für unser Ökosystem äußerst wichtig sind. Eine Begegnung mit den riesigen Meeressäugern beeindruckt und fasziniert. Es ist eine Welt fernab von unserer. Und doch so nah. Er vertritt Österreich in der Internationalen Walfangkommission und ist Meeresbiologe an der Wiener Universität. Er kämpft seit Jahrzehnten an der Seite von Walschutzorganisationen weltweit für die Rechte der friedlichen Tiere. Beide treffen sich heute im Haus des Meeres in Wien und diskutieren über die anstehende Walfangsaison. Man hat historisch gesehen immer die größten Wale gejagt, wo am meisten Fleisch dabei ist, die Blauwale. Als die fast ausgerottet waren, hat man die nächste Größe genommen, die Finnwale. Und dann, als die ausgerottet waren, hat man jetzt die Seiwalen genommen. Und jetzt ist man eher bei den sogenannten Zwergwale und man nennt sie auch so, weil sie die kleinsten sind. Und die sind die einzigen, die noch im Meer herumschwimmen, die noch in genügender Menge vorhanden wären, dass man eine Jagd hier erlauben könnte. Das Allerwichtigste ist, dass wir das Individuum wieder ins Zentrum der Schutzbemühungen stellen. Ja? Es geht nicht darum zu sagen, von einer Walart gibt es XY viele Tiere, deswegen darf ich eine gewisse Anzahl von Tieren rausschießen und diese Art bleibt weiter bestehen, sondern ich muss begreifen, dass auch das Individuum zählt. Dieser Ansatz ist seit Jahren in der Wissenschaft bekannt. Mittlerweile weiß man, dass Wale und Delfine nicht nur ein ähnlich komplexes Gehirn haben wie Menschen, sondern auch ein Ich-Bewusstsein. Sie erkennen sich selber im Spiegel, was ansonsten nur Menschenaffen können. Ich denke, man darf nicht den Fehler machen, dass man sagt, der Rechtsanspruch oder höhere Schutzstellung darf nur den Tieren zugutekommen, wo man dieses sogenannte Ich-Bewusstsein auch wirklich nachweisen kann. Weil letztendlich sind es Experimente, die von Menschen durchgeführt werden. Aber es hilft uns einzusehen, hey, da gibt es ja noch was anderes als den Menschen. Und diese Schlussfolgerung zu sagen, okay, da spielt sich etwas ab, was wir lange nicht gesehen haben, ja, soll dazu führen, einfach eine neue Beziehung zu Tieren oder höher entwickelten Tieren aufzubauen. Vor allem geht es darum einzusehen, dass Lebewesen nicht grausam getötet werden dürfen. In puncto Walfang gibt es keine humane Methode und die Tiere leiden lange. Man muss bedenken, man ist auf hoher See draußen. Man kann überhaupt keinen Einfluss nehmen, hier überhaupt Tiere zu unterscheiden. Ja, also wir haben nur als Beispiel eine Situation im Nordwestpazifik, wo wir unterschiedliche Zwergwalpopulationen haben. Die eine ist ganz, ganz stark vom Aussterben bedroht und die andere ist zahlenmäßig vielleicht noch ein bisschen häufiger anzutreffen. Es ist Walfängern nicht möglich, beim Abschuss der Harpune zu sagen, das ist ein stark gefährdeter Zwergwal und das ist ein weniger gefährdeter Zwergwal. Fazit ist, man tötet auch die ganz stark vom Aussterben bedrohten Tiere und wird sie letztendlich auch verlieren. Und das ist nicht akzeptabel. Alle Wale und Delfine, es gibt 90 Arten, spielen natürlich eine Rolle im Ökosystem. Und jeder spielt eine andere Rolle. Es ist ein Grundprinzip der Ökologie, dass zwei Arten, die an demselben Ort sind, nicht genau dasselbe machen können. Und ich vergleiche das gerne mit Nieten in einem Flugzeug. Der Flugzeug wird gehalten, zusammengehalten mit Hunderttausende von Nieten und das wären sozusagen im Ökosystem die Arten. Jetzt kann man im Flugzeug eine Niete hier, eine Niete dort wegnehmen und das Flugzeug fliegt noch perfekt und noch eine Niete und noch eine Niete. Aber irgendwann mal hat man eine Niete zu viel weggenommen und das Ganze zerlegt sich in der Luft auf einmal. Ich glaube, dass wir heutzutage auch durch die Aufklärungsarbeit in den Medien erkennen müssen, dass sämtliches Verhalten, das wir tun, einen Einfluss hat auf unseren Lebensraum und dazu gehört auch das Meer. Auch die Donau fließt ins Schwarze Meer und das Schwarze Meer ist Habitat für drei Delfinarten. Ja. Das Mittelmeer ist das Hausmeer der Österreicher, sozusagen im Urlaub. Und auch hier haben wir Aktivitäten, Plastikverschmutzung, ja, aber auch zum Beispiel Öl. Ja. Bei der Suche nach Öl werden extrem laute Schallkanonen eingesetzt, die eine enorme Bedrohung für
Meeressäuger darstellt. Das hat alles seine Auswirkungen. Das heißt, ein anderer Lebenswandel, mit unseren Ressourcen sorgfältiger umgehen, eine Abkehr von der Ölindustrie Richtung erneuerbaren Energien, das alles hat letztendlich auch einen Nutzen für Wale und Delfine. Ein Ökosystem wieder aufzubauen ist schwer, aber es ist möglich. Eine Form des Wiederaufbaus sind Schutzgebiete für Meeresbewohner. Hier sollen sich Arten erholen können. Das friedliche Miteinander leben uns Wale und Delfine vor. Katrin Jenny hat für Sie berichtet.